So, minimale Änderung vorgenommen, aber ja, bringt kaum. Also, ich habe es hauptsächlich so gelassen. Ja, auf der Suche nach Redstone. Oho. Geht's da weiter? Ja, ah, da müsste eigentlich müsste ich da rein. Ich kann ja mal eben so machen. Wo bist denn du hin? Hoppel, hopp. Ich geh gleich nochmal Hoppel. nach oben und will mir nämlich eine Hoppel. Eisenspitzhacke holen. Hoppel. Okay. Weil Wow, ich so. habe irgendwie nur eine Spitzhacke mitgenommen. Ich habe mich ja total gut vorbereitet. Ja, ich auch nur, glaube ich. Ja, ich auch nur. Ich bereite mich immer gut vor, deswegen ist alles in Ordnung bei mir. Nirgendwo Redstone, das nervt mich. That pisses me off. It pisses, pisses, pisses. Fledermaus. 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 Und Zombie. Schwert. So, uah. Oh. Was Noch willst eine du, hä? Was Spitzhacke, noch willst eine du? Spitz. Was? Ne, ich meine hier den Kollegen Zombie. Fackel. Uah, Alter, der ist ja in der Erde. Was will der denn? Hey, du Nutte. Ja, das hat er mir zu mir genommen. So. Ich glaube, davon weißt du zwar nicht viel. Also, du kennst ja USK, ne? Was? USK. Ja. Kennst du doch P, ich sag mal PEGI, eigentlich ja PEGI oder wie auch immer. Explodier einfach. Da schlau die Fackel hin zu sehen. Kennst du das auch? Creeper. P, ja, Was? kennst du PEGI? Nein, nein, nein. Na, Nein? bitte. Was? PEGI. Nein. Oh, das ist nicht. Ich dachte, es wäre die Fledermaus. Alter. Piss dich, piss dich, piss dich, piss dich. Ich hab grad so was Schönes im Inventar. Also Leute, geh. ich habe eine Schlucht gefunden. Ah, geh weg. Spinner, geh weg. Nein, bleib, 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 bleib. Ah. So wie ein Hund. Junge. Bleib. Bleib. Alter Lava, cool. Ah. Ich hab Angst, weil ich so was Schönes im Ja, stimmt. Inventar hab. Was hast denn da alles drin? Eine schöne Sache. Ja? Finde ich aber auch noch was brauch. Naja. Enderman! Boah, Like und an Creeper, Alter, Enderman. willst du mich veräppeln? Noch ein Leben. Ein Leben, Enderman, Creeper. Yo, leckt mich doch alle am Anus. Boah, ey, was ist denn das hier? Weiß ja nicht, wo du bist. Ich will dir Sprinten helfen. kann Lol, ich hier auch nicht ist mehr. ein Grasblock. Mitten in der Mine ein Grasblock. Schön für dich. Hauptsache, ich kann hier weg. Wo bist denn du? Da, ich bin gerade, wenn man da runter geht. Wenn, genau, wenn man runterkommt. Bei diesem Außeneingang eben. Da bin ich. Da rechts oder was? Jetzt bin ich gerade Ja, draußen. weil ich bin ja jetzt auch in so ein Loch runtergegangen Ich bin da jetzt nicht, ich bin rausgegangen. und da bin ich dann in der da wo es dunkel ist, bin ich hingegangen. So. Du gehst eh immer da rein, wo es dunkel ist. Ja, okay, noch Aha. eben USK und PEGI, kennst das? Ah, Zombie. Und ein Slime. Na hoppla. Kennst das? USK und Nee. PEGI. Keine Ahnung, was ist das? Das sind diese Altersfreigabe-Dinger, die immer sagen, ja, ab 12, ab, es hängt gerade derbest. Ab 12, ab 16, ab 18, ab 6, ab 0. Und Lernspiel eben. Ja, Lernprogramm. Und. Jetzt möchte ich gerade fragen, was findest du davon besser? Aber kann ich ja nur mich fragen. Also ich finde besser momentan noch die USK. Später wird es wahrscheinlich die PEGI oder PEGI oder wie auch immer sein. Was ist denn Denn das? USK ist ja hier von Deutschland so die Alterseinstufungsdingskirchen. Dings. Und PEGI vom Rest von Europa. Und
Also von europäischen Mitgliedstaaten. Und Oh Mann, ey, ich hasse Zombies. ja, später wird es wahrscheinlich die Peggy sein, weil die lässt zwar alle Spiele zu mit ab 18, aber momentan ist eben noch so, dass die USK, die nimmt für manche Spiele komplett raus oder nur gecuttet. Und die Peggy macht, glaube ich, auch Uncut ab 18. Die lässt, glaube ich, nicht cutten. Und momentan ist die USK aber noch besser, weil meinetwegen Assassin's Creed 3, da ist so, dass die Einstufung ab 16 ist. Die USK-Einstufung und die PEGI-Einstufung ab 18. Und ab 16 darf ich gerade noch so mit Ach und Krach. Und ab 18 darf ich eben nicht, weil, ne? Und deswegen bin ich recht froh, dass die USK da zwar ein bisschen milder bewertet, etwas milder, ganz leicht. Es war manchmal, glaube ich, auch anders. Aber auf jeden Fall, als Erwachsener wäre es wahrscheinlich so, dass ich mich ein bisschen darüber aufregen würde, dann meinetwegen nach Schweiz bestellen würde, weil die USK dann gecuttete Versionen rausbringt. Oder manche Versionen gar nicht hier für Deutschland frei gibt, wie, keine Ahnung, Dead Island. Ja. Mäh. Wo bist denn du? Jetzt bin ich gerade auf dem Berg. Kommst du wieder her? Jetzt bin ich gerade in der Mine. Schön. Also in Oh, Wasser? nein, 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 Wo bist du Creeper in beim so einem Haus, Mine? ein Creeper in so einem Haus, was macht ihr da? Ist nicht explodiert. Doch. Da Wow! ist ein riesiges Alter! Loch. Alter, wie verbuggt das bei mir gerade? Viel später, ey. Ich bin gerade gespawnt und auf einmal war der da. Komm mal schnell her, du musst die Sachen einsammeln. Hab ich schon. Alter, was, wie ver... Alter, wie laggy ist denn gerade... Gott, ich... Hast du die Kisten? Muss ich gleich mal eben gucken. Warte, ich guck mal eben. Ja, ich habe die beiden. Also ich habe zwei Truhen. Na komm, ich lass mein Kram einfach da, ist mir gerade. Warum war der auf einmal da drin? Warum war ich Creeper in unserem Haus? Scheiße. Gibt's doch nicht. Jetzt was Schönes im Inventar. Aber ohne Redstone bringt's mir sowieso nicht viel. Was willst du denn mit Redstone? Was machen? Ich flick das mal mit Stein, dass hier keine Zombies reinkommen. Nein, 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 bist du. Hörst du wohl auf? So. So. Gib's mal eben eine. Ach nee, ich hab eine Axt. Ja, ich nicht mehr. Ich hol mal eben Holz. Boah, erstmal ein bisschen füllen hier den Kack. Wo bist du denn gestorben? In der, also wenn man da bei dem Berg. Also in der normalen Mine, wenn Nee, man nicht da in dann unserer reingeht. normalen, also nicht in der direkt hier gegenüber, sondern die Mine nur rechts oben. Ich werde rechts, ne, wo du gerade hingehst, bin dann nach oben gegangen. Da war irgendwo ein Mineneingang, da hat mich ein Skelett getötet. Ja, blöd. Ja, ich sehe deine Sachen. Aber dass bei mir Bah. so viel. So, der Skeleton ist So tot. viel später war. Ne, ich habe den ja auch gesehen. Du hattest TNT? Ich habe es auch zischen gehört, ja? Habe ich da drin? Komisch. Alter, ich hab dir schon mal gesagt, du Was? sollst nicht so viele Sachen mit rumschleppen. Sorry. Weil wenn du denn stirbst, ist denn wirklich ein großer Verlust. Ich ärgere mich ja auch. Ist blöd, kann man jetzt gerade nicht ändern. Aber echt, wie ver... Ich meine, Alter, der Creeper war... Ich bin hier gespawnt, dann war der Creeper da. Ich bin auch so rausgerannt.
Hab's auch zwischengehört. Stehe hier draußen. Nichts passiert. Und 10 Sekunden später explodiert er dann. Es hängt bei mir gerade auch ein bisschen. Mach mal kleinere Distanz. Die Wolken mache ich aus, weil es sind dann irgendwie keinen da. Hey, gerade hängt's noch. Kommst du mal hängt her? Das gerade. Alter. Kommst du mal Warum? her? Ich kann nicht alles tragen. Mein Inventar ist auch voll von den Kisten, die ich aufgenommen habe. Bei mir geht gerade gar nichts mehr. Dann klatsche ich habe gerade ein FPS. Hin. Ich kann ja gerade gar nichts mehr machen. Alter. Oh Gott. Warte mal, ich gehe mal raus und komme dann wieder rein. So, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was da los war. Naja, wer weiß, wer weiß. So, jetzt, ich glaube, ich stelle die Truhen erstmal hier hin. Sozusagen als Notdurft. Hallo, öffnet sich die Truhe wieder nicht. Was ist denn das? Bei mir hängt und das... ganz ehrlich, das jetzt nächste Mal, wenn du in die Mine gehst, ne, leg deine Sachen weg. Ja klar, kann ich auch machen. Nicht so aggro sind ja meine Sachen. Mein Problem. Ich lege erstmal alles rein, was ich im Inventar habe, und dann komme ich mal, ne? Zu spät, ich habe hier schon eine Truhe hingepackt. Und trotzdem kommen die Sachen aus der Truhe nehmen. Und dann packst du die zu Hause hin. Ja. Denkst du, ich bin dumm? Warum sagst du ja. Das 1000 Millionen Mal? War das hier? Nee, ich glaube nicht. Boah, ich habe wieder so viel wie in der ersten Folge. Jetzt so viel wie in der ersten Folge. Echt super. Wo bist denn du? Ich sehe dich gerade nicht. Und an dieser Stelle ist dann leider die Aufnahme abgeschmiert, weil die Festplatte vollgelaufen ist. Deswegen hat es auch so geleckt. Das Problem ist mittlerweile wieder gelöst, aber ja. Ist ein bisschen schade, aber ist auch nichts verloren gegangen an Dateien, weil der Doktor hat den Server da gerade gehostet. Naja, ärgerlich, aber kann man nicht ändern. Na, bis zum nächsten Mal. Ciao.